Ja, vielen Dank, dass du mir die Bananen jetzt irgendwie versaut hast. Ist mir egal, okay? Ich brauche einfach Bananen. Und ich akzeptiere und liebe Bananen so, wie sie sind. By the way. Ich habe mir auch Klopapier eingesteckt, weil aus eigener Erfahrung kann ich sagen, kann ich bestätigen, dass Klopapier immer praktisch ist für jegliche Situation. Wenn man zum Beispiel auf Toilette muss, aber wenn man zum Beispiel auch so Servietten braucht oder sowas, kann Klopapier immer nützlich sein. Also auf jeden Fall immer dabei haben. Und ja, Waschstöpsel, yes. Ja, ansonsten fällt mir auch nichts ein. Das habe ich die beste Aussicht verpasst. Also nicht wirklich. Nein, du hast sie nicht verpasst. Ja. Es ist November, es ist so verrückt. Aber der November wird cool. Im November ist super viel geplant. Ich habe einige Unternehmungen vor und ich freue mich sehr. Und jetzt geht's los zur ersten. Und zwar gehe ich auf ein kleines jetzt übers Wochenende. Heute ist Freitag und ansonsten, ich fahre jetzt dahin nach Monschau und morgen kommen dann noch drei andere Leute dazu, die ich auch noch gar nicht kenne. Und dann gehen wir morgen wandern und fahren Sonntag schon wieder zurück und ich freue mich sehr und ja, nehme ich mit. Du siehst cool aus. Danke, echt? Ja, ich liebe Vögel aufzunehmen. Ich glaube, das ist eins meiner größten Hobbys, Vögel aufzunehmen. Und wir wollen nach Monschau. Die Jugend in dem Wald. Das ist so cool, wenn man da so reingucken kann. Halleluja. Ach du Scheiße. Unsere Jugendherberge liegt ein kleines Stück außerhalb von Monschau und nachdem wir dort angekommen sind mit dem Bus, haben wir uns dann auf den Weg gemacht und sind zu Fuß nach Monschau gelaufen. Und alles war super idyllisch und schön und richtig herbstlich irgendwie. Und dann kamen wir in Monschau an und hatten direkt so von oben so einen wunderschönen Blick auf die Stadt und waren total überwältigt von der schönen Aussicht und mit der Dämmerung und dann den Lichtern dort sah das alles einfach total magisch aus und irgendwie auch weihnachtlich und das war einfach mega, mega schön. Und dann sind wir in die Stadt runtergegangen und sind eigentlich durch Zufall total random in einer Kirche gelandet, wo 5 Minuten später ein Orgelkonzert anfing. Und ich weiß, dass das mir nicht mit allen Leuten passiert wäre, dass ich einfach in so einem Orgelkonzert gelandet wäre und gezeichnet habe. Und deswegen, ja, finde ich das total schön, dass Anso und ich das einfach gemacht haben. Hello, it's a new day. Wird ein wunderschöner Herbsttag. Heute ist der Wandertag, der richtige Wandertag und die zwei anderen sind auch angekommen jetzt bei der Jugendherberge. Es sind doch nur 2 und nicht 3. Und jetzt geht's los auf unsere Wandertour. Und wir haben echt richtig Glück mit dem Wetter. Ich merke, wie es mich einfach
unglaublich glücklich macht, zu wandern. Ich habe das gar nicht gemerkt, dass mir das schon wieder so gefehlt hat. Einfach in der Natur zu sein und alles anzuschauen und ja, so von der Natur umgeben zu sein und zu gehen, das macht mich einfach so glücklich. Und es gibt mir sowas, was mir irgendwie nichts anderes geben kann, und das habe ich jetzt mal wieder gemerkt. Schon wieder der nächste Tag, und gestern Abend haben wir noch echt einen schönen Abend in der Jugendherberge gehabt und Tischtennis gespielt und so. Und heute sind wir dann mit dem Bus nochmal nach Monschau reingefahren, um uns das Ganze nochmal bei Tageslicht anzuschauen. Aber Anso und ich hatten dann auch nicht so viel Zeit, weil wir dann auch recht bald wieder uns auf den Rückweg gemacht haben. Aber das Wochenende war total schön, einfach mega mal rauszukommen, und haben wir total genossen. Die ersten Lebkuchen in diesem Jahr sind scheiße. Ich finde die toll. Zählt das zu kochen, wenn wir gehen da? Natürlich. Okay. Das ist hier Sushi, Pizza, Burger. So. Ah! Sorry! Ist der Boden sauber? Ja. Weil das war so schön sauber. Noch ein bisschen Product Placement. Meinst du das? Hast du das gemacht? Yes. Das macht man immer im ersten Semester, ne? Ja. Oh, wie süß. Pelikan. I love it. Ich war mal wieder bei Anso zum Kochen, und wir haben ein Vegan Orange Chicken nach dem Rezept von dem Instagram-Account FitGreenMind gemacht, und ich verlinke euch das mal in der Infobox. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen, nachzukochen. Also, wir hatten ein kleines Koch- und Gesichtsmasken-Date. Und dann haben wir ein bisschen für ein School Cook. Das war sehr schön. Oh, will ich aber wieder haben. Found in Monschau. Gestohlen von einem Kind wahrscheinlich. Es gibt auch so fertige Masken. Ja, aber das hier hilft wirklich.
es war der 11.11. und das hieß natürlich, dass ich unbedingt nach Köln musste, um Karneval zu feiern an dem Tag dort. Und ich habe mich so drauf gefreut und war einfach so froh, dass das stattfinden konnte. Es ist super krass, wie viele Menschen da auf einmal offen waren, aber es ist ja alles gut gegangen. Deswegen kann ich ja guten Gewissens sagen, dass es einfach so nice war und so viel Spaß gemacht hat. Ich liebe halt kölschen Karneval und es war einfach mega, in Köln sein zu können und zu feiern. Ich bin heute Abend schon wieder in Köln zum Feiern, diesmal in einem Club. Ich bin eingeladen zu einer Geburtstagsparty von einer Freundin von mir und ich freue mich schon. Ich habe jetzt gerade schon gesehen, dass schon Verspätung ist. Es um 51 soll der erst kommen und ist dann um 12:30 da. Also noch alles gut. Aber ich hoffe, es wird nicht mehr Verspätung. Weil dann, I don't know. Und ansonsten war ich jetzt auch gerade, habe ich jetzt nicht mehr so viel Zeit gehabt nach der Uni. Ich war auch gar nicht mehr in der Stadt. Ich habe noch bei der Uni einen Selbsttest gemacht, negativ. Dann ist eben einfach noch meine Brille kaputt gegangen. Also die hatte plötzlich den einen Bügel einfach in der Hand. Ich habe es halt nur so hochgeschoben. Ich habe zum Glück, ich bin so froh, dass ich die andere Brille habe, aus dem Laufwelt halt. Und wir kommen auf dem Rückweg morgen. Was so echt Zeit. Stell die Paula scharf. Paula ist immer scharf. Jetzt gerade leider nicht. Also es war sehr gut.
Strong Eyes, blaue Augen. Und also 3.12. Könnt ihr schon mal vormachen. Du siehst mein Like, ich will bei dir sein. Grüne Augen werden blau, doch ich bin immer noch allein. Muss los, du willst, dass ich noch da bleib. Baby, lass mich fliegen, ich bin übertrieben high. Dieses Jahr im Juni schon mal auf einem Jeremias-Konzert und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert oder den Blog damals geguckt habt, aber damals hatte ich ja die Konzertkarte so 2 Tage vorher oder so spontan noch gebucht, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich tatsächlich schon eine Konzertkarte für Jeremias und zwar für November, denn eigentlich waren die Karten alle ausverkauft schon für die Tour damals. Deswegen habe ich dann mit Paula für November eben schon gebucht gehabt, weil wir gerne zusammen zu einem Jeremias-Konzert gehen wollten. Und da war das halt noch ewig lange hin, aber jetzt ist der Zeitpunkt dann doch irgendwie gekommen. Und wir sind einfach dafür nach Heidelberg gefahren für einen Abend, was irgendwie so eine spontane Idee war beim Buchen und ich gesagt habe, komm, wir machen das und auch gesehen habe, dass es gar nicht so lange dauert, nach Heidelberg zu fahren von Köln aus mit dem Zug. Als wir dann jetzt nach Verbindung geguckt haben, hat sich aber herausgestellt, dass das schon doch schon so 3 Stunden dauern kann, je nach Verbindung. Preislich haben wir zum Glück noch was ganz Gutes gefunden. Ja, wir haben uns gefragt, was das eigentlich für eine Idee war, einfach mitten in der Woche nach Heidelberg zu fahren. Aber es ist alles sehr gut ausgegangen. Die Fahrt war zwar lang, aber wir hatten uns auch länger nicht gesehen. Konnten die ganze Zeit quatschen, hatten eine mega schöne Aussicht, also total die schöne Spazierfahrt. Kann ich eigentlich nur empfehlen, mal da lang zu fahren mit dem Zug. Waren dann noch entspannt essen und sind dann zum Konzert gegangen und es war super, super schön und hat sich total gelohnt. Die 4 waren nachher sogar noch da, dass man mit denen reden konnte. Wir haben leider nicht wirklich mit ihnen geredet, aber mit Ben ein Foto gemacht. Und teilweise konnten wir bei einer Freundin von mir übernachten, was dann super easy war. Da mussten wir dann nur noch hinfahren. Sind wir mit diesen E-Scootern gefahren und das war so am Neckar entlang und mit den Lichtern. Ich habe es so geliebt. Ich habe mich so nach dem Konzert, ich habe mich so frei gefühlt und ich liebe sowas. Also es war sehr vibey, fand ich alles. Am nächsten Tag hatten wir noch ein paar Stunden, um nochmal zum Schloss hochzugehen und dann ging es auch schon wieder zurück. War mal was ganz anderes, mitten in der Woche sowas zu machen. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, also kann man wirklich mal machen. So lange dauert es dann ja eben doch nicht und war super schön. Ich liebe Weihnachten in Deutschland. Also ich glaube schon wahrscheinlich das aber trotzdem hier machen. Ja. Das ist dann 15 Minuten oder 25. Wieder auf dem Weg zum Bahnhof und diesmal geht es nach Venedig und das ist so verrückt, ich bin noch nie im November einfach in Urlaub geflogen und dann auch noch nach Venedig, da war ich auch noch nie. Very excited. Aber ich werde auf jeden Fall ein eigenes Video zu Venedig machen, also gibt es jetzt hier höchstens eine kleine Sneak Peek.
hatte eine unglaublich schöne Zeit in Venedig, aber das werdet ihr dann alles in dem separaten Video dazu sehen. Und dann und der Urlaub war übrigens mit meiner Mutter und danach bin ich noch mit zu meinen Eltern gekommen für ein paar Tage. Der November war voll der schöne Monat. Ihr habt jetzt gesehen, was ich alles gemacht habe. Es war der krasseste Monat des Jahres wahrscheinlich mit den meisten Unternehmungen. Und ich finde es besonders krass, wenn ich es in den Kontrast stelle zu letztem Jahr November, denn letztes Jahr war der November für mich, würde ich sagen, der schwierigste und der unschönste Monat. Und dieses Jahr war der November, ich würde mal sagen, der beste. Also auf jeden Fall ein Hammermonat. So. Und dafür bin ich super, super dankbar über die ganzen, für die ganzen Unternehmungen und das so zum Ende des Jahres nochmal. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen, dieses Video. Und wir sehen uns hoffentlich auch im nächsten wieder. Bis dann. Tschüssi. Außerdem, wenn man Bananen so mitnimmt, dann werden die voll schnell zerdrückt und sind sie so eklig matschig. So, starte. Ich finde es sehr absurd, sowas zu tun, aber manchmal ist das Leben dafür da, absurde Dinge zu tun vielleicht. Wenn es einen glücklich macht.